Wer es noch in Erinnerung hat, der wird wissen, dass heute vor genau 30 Jahren, am 1. Oktober 1957, ein Medikament auf den Markt kam, von dem gesagt wurde vom Hersteller, es garantiere eine natürliche Harmonie des Wohlbefindens, ruhige Nächte und tiefen Schlaf. Das Contergan war auf dem Markt. Was passierte, war ziemlich exakt das Gegenteil von allem, was versprochen worden war. Es wurde reichlich und unkontrolliert genommen, weil es es rezeptfrei zu kaufen gab. Was sich ergab, war die größte Arzneimittelkatastrophe, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Zwischen 1958 und 62 wurden 6000 missgebildete Kinder geboren. 2700 von ihnen leben heute noch. Sie sind heute Erwachsene. Ihre körperlichen Behinderungen nehmen zu und ihre rechtlichen nehmen ebenfalls zu. Letzte Nacht in Stolberg bei Aachen. Vor den Toren der Firma, die vor 30 Jahren die Katastrophe verursachte. 40 junge Leute halten hier eine Mahnwache, bei Temperaturen nahe am Gefrierpunkt. Bis in die frühen Morgenstunden wollen sie ausharren, um an die Opfer des Contergan-Skandals zu erinnern. Wir haben jetzt 12 Uhr und es ist heute der 30. Jahrestag, seitdem Contergan und andere thalidomidhaltige Präparate in den Handel gekommen sind. 4000 Kinder starben damals an den Nebenwirkungen des Schlaf- und Beruhigungsmittels. Diese jungen Menschen haben überlebt, doch sie sind für immer gezeichnet. Ihre Mahnwache ist auch ein stiller Protest. Protest gegen die Herstellerfirma Grünenthal, von der sie sich um ausreichende Entschädigung betrogen fühlen. Ein Blick zurück. Am 1. Oktober 1957 wurde von der Firma Chemie Grünenthal in Stolberg bei Aachen das Schlafmittel Contergan in den Handel gebracht. Das rezeptfreie Mittel sollte, wie die Firma versicherte, absolut unschädlich sein. Contergan wurde ein Renner auf dem Pharmamarkt. 20 Millionen Tabletten wurden monatlich verkauft. Die Folgen waren fatal. Immer mehr missgebildete Kinder kamen zur Welt. Ein Zusammenhang mit Contergan wurde zunächst nicht erkannt. Bis sich schließlich herausstellte, dass der Wirkstoff Thalidomid bei Einnahme in den ersten Schwangerschaftswochen diese Missbildungen hervorrief. Die Firma Grünenthal wehrte sich entschieden gegen diesen Verdacht. Erst unter massivem Druck von Medizinern und Presse nahm sie am 25. November 1961 Contergan vom Markt. Ein Strafverfahren gegen Grünenthal wurde 1971 wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das zivilrechtliche Verfahren endete mit einem Vergleich. Dieser sah vor, dass Grünenthal den Geschädigten insgesamt 100 Millionen Mark zahlen sollte. In den folgenden Monaten wurde auf Initiative der Bundesregierung mit Unterstützung der Firma Grünenthal eine Stiftung gegründet, die den Contergan-Geschädigten lebenslang Rente auszahlen soll. Zusätzlich gab Grünenthal eine, allerdings juristisch umstrittene, Garantieerklärung ab, in der sie sich zur Zahlung von weiteren 100 Millionen Mark bereit erklärte. Hiervon will Grünenthal heute nichts mehr wissen. Die Firmenleitung vertritt den Standpunkt, dass mit der Einrichtung der Stiftung sämtliche Ansprüche abgegolten sind. Die heute erwachsenen Contergan-Opfer fühlen sich von Grünenthal betrogen. Die Firma Chemie Grünenthal hat zwar Entschädigungszahlungen geleistet, hat diese aber den Geschädigten wieder abgenommen, um damit ein Stiftungsgesetz in Kraft treten zu lassen, das heute ausschließt, dass wir weitere Regressansprüche geltend machen können. Es gibt Hunderte und Tausende von Folgeschäden, die heute noch schlimmer sind als die Ursprungsschäden selbst, weil kurze Arme beispielsweise keine Schmerzen verursachen, diese Schäden schon. Folgeschäden, die mich betreffen, wie zum Beispiel mein Nierenleiden, das durch Contergan verursacht wurde, ist eine Spätfolge. Und das sind die Schmerzen, die Andreas eben angesprochen hat. Die Rückenschädigungen, die ich durch Schreiben an normalen Tischen, weil ja nicht überall korrekte Tische für mich vorhanden sind, wie in der Universität, in Hörsälen und so weiter. Oder mein Augenschaden, das linke Auge kann nur zu 10% weit gucken, das liegt daran, weil eine Hornhautverkrümmung eingetreten ist, weil ich mit der rechten Hand sehr nah und mit dem Kopf die Hand führen muss, um überhaupt schreiben zu können. Die Verantwortlichen haben sich um ihre Verantwortung gedrückt. Dritte müssen heute für die Schäden aufkommen. Das heißt, unsere Eltern oder später unsere Kinder müssen für uns, wenn wir nicht mehr können, sorgen, müssen finanziell einstehen. Und Grünenthal macht von Jahr zu Jahr mit
den Dalli-Werken und Meurer und Wirz riesige Gewinne. Die sind nicht bestraft worden. Sie gehen rum, ohne irgendeinen Nachteil gehabt zu haben und erzählen, das wäre ein Unfall gewesen. Aber im Grunde war es ja kein Unfall. Es war ja Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit. Deshalb soll die Firma gerichtlich zur Einlösung ihrer früheren Versprechen der Zahlung von 100 Millionen Mark gezwungen werden. Der heute 27-jährige Andreas Meyer ist 100% Contergan geschädigt. Er studiert Jura und prozessiert stellvertretend für seine Schicksalsgefährten gegen Grünenthal. Bisher ohne Erfolg. Aber der Weg durch die Instanzen ist noch nicht abgeschlossen. Prozesskostenhilfe wird ihm dabei nicht gewährt, aber trotz seiner niedrigen Rente von 774 Mark, übrigens der Höchstsatz für Contergan-Geschädigte, will er weiterkämpfen.